Fortuna Düsseldorf 2 empfing Borussia Dortmund 2. Also der Sechste war zu Gast beim 12. in der Regionalliga West und hatte nach 8 Punkten aus den letzten 4 Spielen auch eine vorzeigbare breite Brust. Die Fortuna, wie gewohnt, in Rot und Weiß von links nach rechts, kam aber deutlich besser auf die Bahn. Das ist Timo Bornemann mit dem Auge für Kevin Hagemann und der in der 9. Minute mit dem 1:0 Führungstreffer für die Gastgeber. Dortmund lässt sich schon früh in der Partie auskontern und Hagemann kommt zu seinem 4. Saisontor. Der Druck der Düsseldorfer sollte aber nicht abbrechen. Knapp 15 Minuten später, Freistoßsituation. Erst einfach mal rein ins Getümmel und dann der erneute Treffer für Düsseldorf. Leander Goralski, ganz wichtig zu betonen, Goralski und nicht Golski. Der erste Treffer in dieser Saison für den 1,92 großen Innenverteidiger und Kapitän der U-Mannschaft. Merken Sie sich den Mann aber schon mal vor, der wird auch später nochmal eine Rolle spielen. Pause, Seitenwechsel, doch geändert hat sich zunächst wenig. Wieder Fortuna, wieder eine Freistoßsituation. Ball diesmal auf den kurzen Pfosten gezogen und Max Wegner steigt am höchsten. Der 30-jährige Mittelstürmer zum 3:0. 3:0. Das ist mal ein Knaller und das auch noch vor den Feiertagen im Rheinland. Also, Karnevalsparty vorverlegt, nicht mit dem BVB. Nur 2 Minuten später die direkte Antwort. Thailand Duman mit dem Auge für den besser positionierten Chris Führig und der mit dem 1:3 Anschlusstreffer für die Schwarz-Gelben. Die werden doch nicht noch mal rankommen, oder? 63. Minute. Sahnepass auf Thailand Duman und der mit einer traumhaften Ballbehandlung. Ball an und Mitnahme in einer Bewegung und keine Chance für den Düsseldorfer Schlussmann Mario Celic. Duman also nicht nur Vorlagengeber, sondern auch Vollstrecker. Und das in einer Art und Weise, die sich durchaus sehen lassen kann. Nur wenige Minuten später weiterhin dieses hohe Offensivpressing des BVB. Könighaus auf Goralski. Was macht der denn da? Chris Führig passt auf und kurft Mario Celic und schiebt ein zum 3:3 Ausgleich. Was ist hier denn los? Goralski vorhin noch der Held, jetzt mit dem Bock. Und apropos Bock, der ehemalige Geißbock Chris Führig mit einem kleinen kölschen Gruß an die Düsseldorfer. Dann flachte die Partie allerdings etwas ab. Nichtsdestotrotz ein wahres Spektakel im Paul-Janisch-Stadion und verfrühtes Kamelle. Die Zweitvertretungen von Fortuna Düsseldorf und Borussia Dortmund trennen sich nach einem guten Fortunenstart und einem starken BVB-Comeback 3:3 unentschieden.